Hallo, ich möchte euch das neue Headwater Full Day Pack von Sims vorstellen. Wir haben hier den Hüftgurt, dann den Brustgurt, den Verstellen auf beiden Seiten, damit die Höhe passt, dann für beide Seiten die Vorrichtung für den Retractor und dann auch für die Zange. Okay, dann für den Kescher hier vorne die Vorrichtung, den kleinen Reißverschluss für den Schlüssel oder Autoschlüssel zum Befestigen, damit wir ihn nicht verlieren oder ins Wasser fällt, mit einem zusätzlichen kleinen Tasche, damit man es wieder verstauen kann. Dann auch hier bei jedem Reißverschluss die großen Laschen, damit man schnell reinkommt und es wieder perfekt öffnen kann. Auch hier genügend Platz für eine Getränketasche mit Ausgang zum Röhrchen zum Trinken, plus die Jacke mit Dose und zusätzlich Innentaschen für alles, was das Herz begehrt zum Füllen, was man braucht zum Fischen. Zusätzlich hier draußen zwei Vorrichtungen auf beiden Seiten für eine Getränkeflasche. Und auf der anderen Seite auch hier für eine Rute, unten mit Elast und Gummizug zum Befestigen, damit man schnell rein und rausnehmen kann. Dann auf der Rückseite auch hier, der Rücken ist gewellt, damit die Zirkulation, die Feuchtigkeit, damit man nicht zu fest schwitzt und es sehr angenehm ist zum Tragen. Mehr Komfort ist auch praktisch. Auch hier beim Gurt, Bauchgurt, zwei kleine Taschen plus Reißverschluss, auch hier ist an alles gedacht. Dann zusätzlich haben wir in der Außenseite und hier bei den Trägern je eine Dockingstation für das Hip-Pack und das Chest-Pack. Ich ziehe es schnell, zeige es ganz kurz. Schnell angedockt und es sitzt und man ist unterwegs. Dasselbe in der Front, vorne, ziehe schnell an, es geht ganz schnell, ich klicke es hier an und es ist schon befestigt und man kann starten mit Fischen. So, dasselbe hier mit dem Hip-Pack, größer, aber funktioniert genau auf dieselbe Weise. Hinten und vorne befestigen und man kann unterwegs sein. Okay, den Rucksack haben wir in zwei Farben, das war das Fury Orange und hier haben wir noch den zweiten Typen in Lead. Das sind die zwei Farbmuster von diesem Rucksack.